Wir haben viel zu lange auf dieses Video gewartet. Endlich habe ich sie, die Invisible Cover Foundation von Catrice. Und heute werden wir schauen. Und wir werden heute schauen, ob sich die Foundation wirklich lohnt oder ob der Hype ungerechtfertigt ist. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurer Foundation Maus Maxim. Lange ist es her. Lange ist es her, dass wir eine neue Foundation in der Drogerie hatten. Und im Moment kommen so ein paar neue raus. Und unter anderem hat Catrice sich auch gedacht, nach der... Ich glaube, True Skin Foundation vor 2 Jahren, vielleicht ist es sogar schon 3 Jahre her, machen wir die Invisible Cover Foundation und wir werden heute herausfinden, ob sie gut ist oder ob man sich das Geld lieber sparen kann, denn die Drogerie, muss man sagen, hat mittlerweile ein Level an Foundations erreicht, die weit mit dem High-End-Bereich mithalten kann und ich da wirklich keinerlei Unterschiede mehr merke. Catrice hat in den letzten Jahren wirklich gute Foundations gebracht. Einige fand ich persönlich grandios. Die True Skin Foundation war nicht meine liebste, aber die könnte ganz spannend sein. Ich war gestern bei Rossmann und habe sie endlich gefunden. Dort gibt es nämlich in der Theke bereits so eine kleine Preview zu der Foundation mit 4 Farben. Und daneben ist so ein Aufstellerzettelchen gewesen, wo man sehen konnte, wie viele Farben es insgesamt gibt. Und zwar 40. Das ist für eine Drogeriemarke wirklich spektakulär. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viele Farben am Ende wirklich in die Filialen kommen. Online sind die Foundations aber immer verfügbar. Da könnt ihr so einen QR-Code abscannen und dann seht ihr auch die ganzen Shades. Man konnte auch 4 Farben vor Ort swatchen. Ich habe mich jetzt für die 42C entschieden. Ich habe hier aber auch nochmal eine kleine Aufnahme von der hellsten und von der dunkelsten Foundation, die es dort im Aufsteller gab. Und wir werden jetzt mal schauen, was das Ganze kann. Ich lese euch einmal kurz vor. Leichte, langanhaltende Formulierung mit mittlerer, aufbaubarer Deckkraft, nicht komedogen und färbt nicht ab. Mit Hyaluronsäure und Aloe Vera. Verträglichkeit hautärztlich bestätigt. Vegan, ölfrei, keine Parabene hinzugefügt, no Parabene added. Das ist was anderes. Und alkoholfrei. Sehr, sehr spannend. 16 Stunden Comfortable Wear Hydrating Natural Matte Finish. Ich muss sagen, das Packaging finde ich ein bisschen langweilig. Das ist aber völlig in Ordnung. Am Ende des Tages ist es eine Foundation. Was will man da auch machen? Ich habe noch nichts im Gesicht, außer vorhin ein Spray benutzt, so ein tonisierendes Spray, dass die Haut nicht mehr ganz so spannt. Im Moment ist sie wirklich ziemlich durcheinander, was aber ganz gut ist für neue Produkte. Und wir schauen mal, was das Ganze kann. Foundation Reviews sind mir die liebsten Videos, denn so kann ich wirklich über den ganzen Tag verteilt schauen, wie sich das Ganze verhält. Ich habe sie auch noch nicht getestet. Das heißt, es wird ein First Impression mit einem ersten Langzeittest. Aber wenn ihr mehr dazu sehen wollt, dann folgt mir unbedingt und abonniert den Kanal, denn ich bringe bei Foundations wirklich auch immer in den nächsten Tagen und Wochen immer noch mal so ein paar Informationen zu dem Produkt in die Videos, falls ich dort eine andere Erfahrung gemacht habe. Wir werden auf der einen Seite den neuen Aquasplash Primer von Catrice benutzen. Der ist mit in dem Sortiment dazu und wir schauen mal, was das Ganze kann. Ich bin gespannt, denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Produkte, die ich jetzt gesehen habe, die sehen sehr Make-up-Artist-lastig aus. Sehr reduziertes Packaging, sehr clean, sehr einfach vom Design her. Finde ich aber gar nicht so schlecht und wir starten hiermit. Den kennen wir schon, den mag ich ganz gerne. Ich finde ihn leider nicht ganz so gut wie den von e.l.f., aber der kostet auch nur die Hälfte. Wir tragen uns hier ein bisschen was auf. Ich weiß nicht, was mit meiner Haut die letzten 2 Tage los ist. Ich habe hier überall, aber wirklich nur auf dieser Seite, so ein paar Unebenheiten bekommen und ein paar Pickelchen. Ich hoffe, dass die Foundation das Ganze so ein bisschen kaschieren kann. Den lassen wir einmal ganz kurz einziehen und starten mit der Foundation auf der anderen Seite. Hier sind 30 Milliliter mit drin. Das ist eine Standardgröße bei einer Foundation. Wir haben einen Pumpkopf. Sie ist nicht parfümiert. Ist ein bisschen dicker von der Textur her. Lässt sich gut verteilen. Und wir schauen mal. Wir machen jetzt erstmal eine kleine dünne Schicht und schauen mal, wie weit wir damit kommen. Wir probieren mal verschiedene Techniken aus. Das ist natürlich mit einem Gesicht, welches nur 2 Seiten hat, immer so ein bisschen schwer, verschiedene Versionen mit einzubauen. Deswegen baue ich das aufeinander auf. Ich starte erstmal mit einer leichten, ganz dünnen Schicht. Ich habe herausgefunden, dass die meisten Foundations mittlerweile auch wirklich weniger Textur brauchen. Ich hatte es euch ja schon mal erzählt, dass bestimmte Foundations einfach eine bestimmte Mindestmenge im Gesicht brauchen, damit sie gut performen. Das muss ich aber erstmal herausfinden. Deswegen gehen wir erstmal mit einer leichten dünnen Schicht. Farbe passt tatsächlich ziemlich gut bei mir gerade. Ich habe auch extra kein Self-Tan drauf.
Der Deckkraft gebe ich recht. Das ist eine mittlere bis aufbaubare Deckkraft. Und man sieht auch sofort das Finish. Das ist nicht sehr glowy. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Denn hier hat Catrice meiner Meinung nach eine Sache sehr, sehr gut gemacht. Sie sind anders an das Thema herangegangen. Denn die meisten Leute in der Drogerie kaufen tatsächlich lieber eine matte Foundation als eine glowy Foundation. Konträr zu dem, was man eigentlich denkt, ne? Dass alle dieses super, super glowy, super luminous Make-up haben wollen. Ist gar nicht so. Das ist eher so ein Social Media Konstrukt, diese Glowy Base. Das ist eine sehr konsumentenfreundliche Foundation vom ersten Eindruck her. So Natural Matte, ne? Natural Matte klingt immer, oder was, wie heißt das? Ja, doch, Natural Matte. Ein natürliches Matte. Also eher so, wie die Haut eigentlich aussieht, wenn du halt nicht Öl auf dem Gesicht hast. Deckkraft finde ich tatsächlich sehr, sehr gut auf dem ersten Eindruck, auch in dieser Dünnschicht. Hat sich gut aufgetragen. Wir bauen das Ganze jetzt mal ein Stückchen auf und schauen mal, wie weit wir kommen. Ich habe auch überlegt, ob sie vielleicht die True Skin Foundation oder so einfach hier reingepackt haben, aber nee, die sah anders auf der Haut aus. Sie lässt sich sehr, sehr gut aufbauen, auch gerade so punktuell, ne? Hier hatte ich ja so eine Rötung vorhin, kann ich einfach ein bisschen mehr nehmen. Gefällt mir auf dem ersten Eindruck vom Finish tatsächlich sehr, sehr gut. Gerade weil wir jetzt so ein bisschen Richtung Herbst schon gehen, ne? Und ich weiß nicht warum, aber ich glaube, dass diese matten Sachen wieder so ein bisschen zurückkommen. Das ist immer so ein Auf und Ab. Wir hatten 2016, 17 matte Lippen, matte Foundation, 2016 Make-up, Baking Puder, alles matt, 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 matt. Und dann schlug es drastisch um zu super glowy und super leuchtend. Und wenn irgendwann das gesättigt ist, schlägt es wieder zurück. Das ist immer ein Auf und Ab und wir sind jetzt so langsam wieder in der matten Zeit angekommen. Sie fühlt sich wirklich leicht auf der Haut an. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas drauf habe. Die Haut sieht auch recht natürlich aus. Gerade im Vergleich haben wir ein sehr ausgeglichenes Make-up. Ich hole euch gleich mal auf die andere Seite ran. Wir probieren das Ganze jetzt aber mal mit dem Primer. Ich finde auch nicht, dass sie wirklich stark oxidiert. Die Farbe passt bei mir perfekt, muss ich sagen. Da seht ihr es. Es hat sich jetzt irgendwie nicht groß verändert, was sehr gut ist. Das kann aber, muss ich dazu sagen, bei verschiedenen Shades unterschiedlich sein. Man könnte wahrscheinlich punktuell darunter auch noch so ein bisschen Spot-Concealing machen. Also punktuell ein bisschen Concealer benutzen an Pickelchen, die ein bisschen mehr Liebe brauchen. Ich baue jetzt auch hier nochmal ein bisschen auf, weil die Seite ist natürlich extrem mitgenommen. Vielleicht habt ihr die Foundation ja auch schon ausprobiert. Dann schreibt gerne euren ersten Eindruck in die Kommentare. Das hilft natürlich wirklich immer ganz, 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 ganz vielen. Was wichtig wäre, ist, wenn ihr so ein bisschen euren Hautzustand und vielleicht auch sogar eure Farbe mit in die Kommentare schreibt, weil ich glaube, dass wir so einfach noch mal ein paar mehr Reviews auch aus der Community abdecken können. Das hilft natürlich einigen, wenn ich schon so eine Meinung gebe, aber wir haben ja alle eine unterschiedliche Haut, deswegen schreibt doch gerne mal eure Erfahrungen unten rein. Und ich sehe jetzt auch keinen großen Unterschied mit der Primer-Seite. Vielleicht ein bisschen mehr Glow ist noch da. Das wird sich aber in den nächsten paar Minuten legen. Ich blende mir das mit dem Schwamm noch mal ein, um das überschüssige Produkt abzunehmen und dann hole ich euch ganz nah ran. Okay, nicht erschrecken, ihr seid sehr nah dran. Ich hole mir mal einen Spiegel. Oh, 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 oh. Das hat nicht funktioniert mit der Primer-Seite. Seht ihr das? Nein. Seht ihr die Würstchen? Was ist das denn? Ach, Herr Jemine, da rollt sich ja alles ab. Nur auf der Primer-Seite. Nur auf der Primer-Seite. Wenn ich hier rüber gehe, passiert das nicht. Ja, okay. Sekunde, Abbruch. Das kann ich so nicht machen. Das brauche ich so nicht tragen. Das funktioniert dann nicht, weil dann brauche ich keinen Langzeittest machen, wenn es sich jetzt schon abrollt. Es ist beides auf Wasserbasis. Hier stehen leider keine Inhaltsstoffe drin. PVP. Das ist 100 Pro dieses PVP. Ich mache mal kurz die eine Seite meines Gesichtes wieder ab, weil das ist ja. Was geht nicht? Mensch, das ist ja wirklich ärgerlich. Wir machen das Ganze jetzt nochmal schnell. 1, 2, Pumpstöße, auftragen und hoffen, dass es gleich nicht nochmal passiert. Aber es ist ja gerade, also ihr habt es ja gesehen, ne? Das war ja wirklich nur auf der einen Seite. Es muss also am Primer liegen. Und dafür finde ich es ehrlich gesagt immer ganz gut, wenn man so einen Side-by-Side vergleicht. Sie deckt die Rötung in Tatsache sehr, sehr gut ab. Aber das ist halt das Ding. Dafür mache ich diese Videos, ne? Um euch gleich zu zeigen, mit was funktioniert es vielleicht und mit was funktioniert es vielleicht auch nicht. Wir machen jetzt einfach mal weiter. Vom Hautgefühl fühlt sie sich ganz gut an. Ich finde, sie sieht auf der einen oder anderen Seite auf meiner Haut
ich will nicht sagen trocken aus, sondern einfach, ist halt so ein mattes Finish, ne? Sie ist so ein bisschen, ja, wobei, ne? Ich glaube, dass das Problem, was ich habe, ist, dass bei matten Foundations die Hauttextur, ich finde, eine matte Foundation betont Hauttextur mehr als eine leicht glowy Foundation, ne? Weil sie sich an so Stellen etwas mehr festsetzt, die potenziell ein bisschen trockener sein können. Es wirkt nicht wie so eine moderne Formulierung. Wisst ihr, was ich meine damit? Ich überlege gerade, ob ich... Ich habe jetzt hier auch keinen Vergleich stehen. Also, ich habe jetzt hier beispielsweise die 32 Stunden Fresh Wear Foundation, die ja vom Finish her ähnlich ist, ne? Auch so leichtes Matt. Die ist aber leichter. Und die bildet wie so ein Film. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Foundation wie so ein Film auf der Haut gebildet hat, der zusammenpasst. Aber wir schauen mal, wie das Ganze weitergeht. Ich trage mir ein bisschen Concealer auf heute. Nehme hier den Natasha Denona Concealer. Arbeite mit dem Duo Face Powder. Einmal reingehen. Und fixiere damit schon mal so ein bisschen. Kann gleich so ein bisschen konturieren. Ein bisschen Definition hier drauf geben. Übrigens, die Filialen, je nachdem, wann ihr das Video seht, sollten eigentlich alle wieder nachträglich bestückt worden sein. Und online findet ihr die Produkte auch. Wir haben ja diesmal wirklich eine Menge an Produkten geordert, dass auch wirklich alle was haben können. Und die Produkte sollten auch in den Filialen sein. Aber bald ist die Zeit auch wieder vorbei, ne? Das ist ja nur eine Limited Edition. Also wenn ihr euch Backups holen wollt oder so, dann ist, jetzt habt ihr die nächste Woche, die nächsten zwei Wochen wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit und dann nicht mehr. Und wenn ich euch hier gerade schon dabei habe, die Abstimmung läuft noch für den bunten Beauty Award und vielleicht haben wir wirklich eine Chance. Ich habe schon ganz viele Leute von euch gelesen, die wirklich abgestimmt haben für mich. Ganz, ganz lieben Dank. Man kann auch mehrfach abstimmen. Das geht nicht immer am selben Tag. Also manchmal ja, manchmal nein. Klickt da einfach mal rauf, aktualisiert die Seite ein paar Mal und vielleicht holen wir das Ding ja wirklich nach Hause. Gut, Bronzer ist ein bisschen drauf, gibt dem Gesicht einfach ein bisschen Dimension, ein bisschen Concealer. Ich ziehe das unter den Augen mit dem Coty Airspun. Seit wann habe ich das? Eigentlich schon immer, ne? Ein bisschen in der T-Zone. Und im gesamten Gesicht benutze ich das hier. Das ist das YSL All Hours Hyper Finish. Nur ganz leicht, um das Gesicht zu fixieren. Und nehme noch ein bisschen was von dem Essentials Powder, um einfach so ein paar Rötungen abzudecken. Einmal rein. Fertig, um einfach so ein schönes, mattes Finish zu haben. Okay, wie gefällt es euch jetzt? Ich glaube, ich muss mich erstmal so ein bisschen an das Finish gewöhnen, aber das kriegen wir hin. Also ich finde, fixiert sieht das Ganze ziemlich gut aus, wenn man jetzt nicht mit einem Vergrößerungsspiegel rangeht. Ich finde, an einigen Stellen sieht sie schon recht trocken aus. Aber nur an einigen, ne? Aber das liegt jetzt vielleicht auch einfach an meiner Haut. Fixiert gefällt sie mir besser als unfixiert, muss ich sagen, weil dann dieses matte Finish einfach einheitlicher ist. So eine matte Foundation ist ja, ne, ist eine Textur, aber einige Stellen der Haut sind matter als andere oder trockener als andere. Und da sieht es dann immer so ein bisschen komisch aus, wenn man alles aber ausgeglichen hat. Finde ich sie jetzt erstmal gar nicht schlecht. Da wir jetzt beide Seiten gleich haben, können wir auch eine Seite fixieren und dafür benutze ich das. Das macht das Ganze sehr, sehr lang anhaltend. Also das ist dieses Professional Supersetter Spray von Benefit, nur eine Seite. Wobei es eigentlich Quatsch ist, weil ich ja so, egal welches Make-up ich trage, ich mein Make-up immer fixiere. Aber damit wirklich die Chancen einfach nochmal sichtbar sind, wie funktioniert das Produkt auf der einen Seite und wie funktioniert das Produkt auf der anderen Seite. Es ist früh. Es ist 7.28 Uhr. Heute passieren einige Dinge, die mich körperlich in Wallungen bringen werden. Ich werde jetzt hier gleich so ein bisschen das Studio umbauen, denn, wenn das Video online ist, wahrscheinlich schon, kommt mein neues Studio. Und die neue Studioeinrichtung, und da muss ich hier einfach ein bisschen aufräumen. First Impression, okay, würde ich jetzt erstmal sagen. Okay, aber das heißt noch nichts. Wir sehen uns gleich wieder. So, es gibt mal ein kleines Update. Es ist, seht ihr das? 11.42 Uhr. Wundert euch bitte nicht über den neuen Bildausschnitt. Ich habe hier gerade... Ich bin ja mitten in der Studioumgestaltung und das wird wahrscheinlich für einige jetzt verwirrend sein, weil ihr vielleicht schon ein Video gesehen habt, aber ich habe gerade schon mal den Bildausschnitt neu angepasst und musste hier ein paar Sachen ausmessen. Aber wir reden nicht über den Bildausschnitt, wir reden über die Foundation. Auf die Entfernung sieht ehrlich gesagt gar nicht so schlecht aus. Eine Sache... Die Foundation ist ein Stückchen oxidiert, ist mir aufgefallen. Gerade im Tageslicht ist mir das aufgefallen. Ich würde euch gerne mehr draußen zeigen, aber es ist so bewölkt und es ist so stockeduster heute, dass das nicht funktioniert. Ich hole euch mal ein Stückchen ran. Also ich glaube, man sieht es direkt hier um die Nase herum, dass es schon echt ölig geworden ist. Auf der Stirn ist es okay, im Wangenbereich ist es okay
um die Nase herum extrem ölig geworden. Was ich ganz spannend finde, weil ich gedacht hätte, dass die Foundation eventuell ein bisschen mehr hält und ein bisschen mehr das Öl aus der Haut entfernt. Wenn ich mir das Ganze jetzt aber von nahem einmal anschaue, wobei, guck mal, hat die sich hier gerade in dem Bartbereich an so ein paar trockene Stellen gesetzt. An der Nase seht ihr das Öl und hier sieht es dann wieder recht trocken aus. An der Stirn ist eigentlich alles okay. Aber auf die Entfernung kann man sich das auch nochmal anschauen. Also um die Nase herum gefällt es mir nicht. Da würde ich jetzt tatsächlich nochmal ein bisschen mit Puder lang gehen, weil es ist halt erst 12. Und ich möchte, dass sie schon noch ein bisschen hält. Ich nehme jetzt mal wieder nur so ein bisschen transparentes Puder. Ich wollte nämlich auch gleich noch mit Danny die Runde laufen. Das sind 10.000 Schritte, 9 Kilometer ungefähr. Und heute ist Sonntag, da kann ich auch so stark geschminkt hier durchs Dorf laufen. Ja, also ich hätte sie mir ein bisschen matter vorgestellt. Was mir persönlich jetzt aber, also das stört mich jetzt nicht, dass sie schon so ein bisschen glowy geworden ist. Aber ich finde, auf der Stirn gefällt sie mir wirklich sehr, sehr gut. Ihr könnt mir ja mal reinschreiben, jetzt zum Zwischenstand. Schreibt einfach Zwischenstand, Doppelpunkt. Gefällt mir gut, gefällt mir nicht so gut. Weil ich das, also, ist das eine matte Foundation? Nach 5 Stunden? Oder ist das normal? Das fällt mir jetzt so ein bisschen schwer, weil ich sehr, sehr selten matte Foundations benutze. Die soll ja auch so semi-matt sein. Mir gefällt es bis jetzt ganz gut. Es hat sich noch nicht irgendwo zersetzt oder ist komplett irgendwo reingelaufen. Außer halt um die Nase, aber das passiert mir bei vielen Foundations. Ich denke mal, wir werden in der nächsten Stunde losgehen. Ich denke mal, so gegen 4 sehen wir uns dann wieder. Und dann haben wir sie, glaube ich, einen guten Tag und einen harten Tag vor allen Dingen auch im Gesicht. Hello, herzlich willkommen zurück nach unserer 10.000 Schritte Runde. Es ist mittlerweile 15.47 Uhr. Könnt ihr das sehen? 15.47 Uhr. Und ich muss sagen, jetzt zum zweiten Check-in bin ich überraschter als vorher. Weil ich glaube, dass ich am Anfang, die Erwartungshaltung war eine andere. Ne? Ich habe erst gedacht, dass sie sehr, die ganze Zeit sehr, sehr matt hält. Und sie hat natürlich an einigen Stellen so ein bisschen geölt über einen langen Zeitraum. Jetzt nach wirklich 8 Stunden ist das okay. Natürlich ist sie ölig geworden. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit heute. Es ist nicht heiß, aber wir haben eine hohe Luftfeuchtigkeit heute. Und das Gesamtbild der Foundation sieht immer noch völlig in Ordnung aus. Was mich tatsächlich am meisten überrascht, ist, dass der Preis nicht höher geworden ist. Ich hätte gedacht, dass sie die Foundation locker auf 10,99 € machen oder 9,99 €. Für den Preis ist sie ziemlich, ziemlich gut. Ja, sie ist nicht mehr matt, aber das hat sie auch nie gesagt. Sie hat nie gesagt, dass sie matt sein soll, sondern es ist ein natural matt finish. Long lasting, ja, würde ich jetzt mal sagen. 16 Stunden habe ich sie jetzt nicht getragen. Ich würde auch sagen, 12 Stunden ist die Obergrenze, wenn du nichts machst, wenn du gar nichts machst. Aber sind wir ehrlich und sind wir vor allen Dingen auch realistisch, meistens sind wir im Alltag immer zwischendurch so ein bisschen am Nachpudern. Sie hat sich nirgendwo zersetzt. An einigen Stellen an der Stirn, würde ich sagen, fehlt ein bisschen was. Aber ist das jetzt schlimm? Schaut es euch gerne an und sagt es mir gerne mal. Das Gesamtbild der Foundation sieht immer noch völlig akzeptabel aus. Um den Mund herum, und ich habe tatsächlich noch nichts gegessen heute. Ich glaube, ich suche jetzt was. Ich glaube, ich suche jetzt was, was mir nicht gefällt. Nee. Ich bin gerade 10 Kilometer durch den Wald gelaufen. Also dafür ist es wirklich, wirklich gut. Ich zeige euch jetzt noch einmal, wie man sie fixieren kann und dann retten kann. Auf der einen Seite gehe ich jetzt hier nochmal rüber. Da ist das Ganze auch mattiert. Ne? Da siehst du sofort den Unterschied, wie viel gleichmäßiger das Ganze aussieht. Und was ich dann immer mache, immer wenn ich, also es gibt ja oft so Tage, wo man zwischendurch dann nochmal das Make-up irgendwie retten muss oder so, ne? Wenn man von der Arbeit zurückkommt und dann spontan nochmal weggeht. Ich fixiere das dann mit Puder und gehe dann immer nochmal mit einem Spray rüber, um das Ganze ein bisschen frischer wieder zu machen. Zwei Sachen, die ich euch gerne mit auf den Weg geben würde. Mit dem Primer hat es bei mir nicht funktioniert. Ich weiß nicht, woran es lag. Und ich würde Tatsache, ich muss den Shameless Plug jetzt einfach machen, weil ich es gesehen habe an den Stellen. Ich würde vorher, glaube ich, mit dem Blurstick aus meiner Kollektion einmal um die Nase gehen, dass die Poren dort ein bisschen reduziert werden und dass es nicht so schnell durchölt. Ne? Der blurrt ja nicht nur, sondern der sorgt auch dafür, dass es nicht so schnell in diesem Bereich ölig wird. Probiert das Ganze mal aus. Für 6,99 €, glaube ich, hat die gekostet. Völlig in Ordnung. 40 Farben, super. Ich würde sie wieder tragen. Achtet bitte darauf mit der Farbe. Wirklich, geht in den Laden, swatcht sie, macht euren Einkauf und schaut dann, ob sie sich verändert hat. Weil sie sich im Laufe des Tages tatsächlich auch ein Stückchen
verändert hat. Ein ganz kleines Stückchen dunkler ist sie geworden. Sie ist nicht so krass ins Orange tendiert, einfach nur ein Stückchen dunkler. Aber ich würde sagen, kann man sich wirklich mal anschauen, gerade wenn man so ein natürliches Matt sucht. Wird es meine Lieblingsfoundation? Nein, aber das war auch nicht der Anspruch, den ich heute hatte. Ich wollte euch die einfach mal zeigen. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Vielleicht habt ihr sie ja schon ausprobiert. Dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.